Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge haben wir sozusagen eine heilige Inquisition erlebt. Beziehungsweise da sind die Heretiker, waren es glaube ich, hier eingefallen. Und in dieser Folge, jetzt muss ich mal eben schauen, flüsteren verhörten Bewohner zu. Wieso soll ich dem zuflüstern? Okay, wir machen einfach mal weiter damit, weil das war ja in der letzten Folge ein bisschen viel oder artete doch in ein bisschen mehr aus. Still und leise. Also, wird uns die junge Frau helfen? Das weiß ich nicht. Wenn die mich meinen, dann hoffe ich doch mal. Also, wird uns die junge Frau helfen? So, erkundige dich bei Azaran nach Auffälligkeiten. Ach, oh, warum habe ich jetzt auf M geklickt? Wir stehen hier übrigens wieder im Falschen drin, sehe ich gerade. So, dann müssen wir einmal hier hoch. Nein, nicht dahin. Gib mir doch mal aus dem Weg hier. So. Ach ja, der Krieg ist vorbei und alles sieht aus. Etwas Verdächtiges? Schwarzer Rauch steigt vom Pfad auf, den die Sakria-Priester nehmen. Ich habe den Truppen befohlen, ganz diskret auf den Burgmauern Position zu beziehen. Es ist nur so ein Gefühl, aber wir sind besser auf alle Eventualitäten vorbereitet. Mondgöttin, untersuche bitte den Pfad, den die Priester genommen haben. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass du dort auf etwas Interessantes stoßen wirst. Okay. Wir sind noch zu Pferd. Ich will dann immer wieder aufs Pferd aufsteigen, weil ich immer denke, dass ich da gerade runtergegangen bin. Jetzt muss ich doch nochmal gucken hier. Und, folge dem Pfad, überprüfe das Lager und den Durchgang. Okay. Ich bin auch gerade... Ach, wo laufe ich denn? Ich bin auch gerade am Überlegen, ob wir oben eigentlich durch den Durchgang schon gegangen sind. Oder ob wir durch den anderen gekommen sind. Es sind ja immer wieder ein paar Tage dazwischen. Das ist ja immer das Problem bei mir. Hallo, du darfst gerne auf dein Pferd aufsteigen. So. Was ich wohl sehr angenehm finde, dass jetzt hier gerade keine Gegner sind. Wenn ich mich übrigens ein bisschen komisch anhöre oder irgendwie weit weg, dann liegt das daran, dass meine Stimme im Moment nicht so da ist, wie ich sie gerne hätte. Und ich immer das Gefühl habe, als ob ich brüllen müsste. Untersuche die verbrannte Leiche. Fertig. Und nun finde einen Augenzeugen. Toller Augenzeuge, der pennt. Ach nee. Bitte, verwundert. Mich. Diese Mistkerle haben ein Feuer gelegt und uns verbrannt. Sie haben ohne jeden Beweis meine gesamte Familie als Heretiker verdammt. Diese Priester in schwarzen Roben. Es stimmt, das waren nicht die Heretiker, sondern die haben die... Das war es, was ich im Kopf hatte. Nie haben wir... Warum... Ja, ich schätze, der Augenzeuge kann jetzt nicht mehr nachweisen, dass er die Wahrheit gesagt hat. Dass er überhaupt was gesagt hat, weil der nicht mehr lebt, so wie es aussieht. Okay. Da ist er. Machen wir uns bereit aufzubrechen. Es gibt Ärger! Ich habe die Dorfbewohner auf der Klippe evakuiert. Aber die Sakria-Priester nannten sie Heretiker und verfolgten sie. Pater Amel und die Priesterin Seria versuchen sie aufzuhalten. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Bitte hilf ihnen. Was sollen wir nur tun? Machen wir uns bereit aufzubrechen. Ach, da ganz hinten. Oh. Achso, ich stand schon drauf. Beziehungsweise ich saß schon drauf. Das heißt, wir kriegen jetzt eine eigene
Instanz, in denen ich die jetzt alle verkloppen muss, nehme ich mal an, so wie das aussieht. Mache ich gerne. Gerade wenn das so mächtige Priester sind. Bei Buddha-Mönchen, das würde ich nicht gerne machen. Aber bei den Typen hier. Heulende Felsen. Ja. Stand irgendwas von Tastatureingabelimit oder so? Keine Ahnung. Wir müssen die Leute finden. Ja. Schnell. Das ist aber Pater Amel. So. Die Leute bin ich sind jetzt in Gefahr. Amel. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Moment, was kann der? Heiligtum? Stopp. Sammle heilige Energie im Stab und stoße ihn auf den Boden, um Gegner zurückzustoßen. Heilige Explosion, um Gegner zu blenden, bewegungsunfähig zu machen. Schutzschild. Also gut. Also ist Schutzschild, ansonsten alles nur zu. Wir sind kommt und lauft. Ich halte die Priester auf. Ja, ich lauf mal woanders hin. Ich lauf auch nur erstmal. Glaub mir. Ich will nicht sterben. Boah, das sieht sowas von geil aus. Kommt mit mir. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, wenn ich plötzlich jemand anders bin, aber kommt mit mir. Bitte, bitte tu das nicht. Komm mit. Wir sind alle. Gütige Götter. Lauft, ihr Lieben. Ich habe aber nur sehr passive Magie. Das finde ich nicht gut. Verteidige dich mit Schutz der Engel. Das ist eh... Achso, das muss ich hier machen. Bitte. Was habt ihr mit uns vor? Ich versuche, sie aufzuhalten. Lauft, schnell! Pater Amel, was hat das zu bedeuten? Ihnen nach. Hallo? Darf ich wieder was machen? Lauf! Ich komme hier nicht raus! Ey, ist das euer Ernst jetzt? Ist das euer Ernst? Moment. Ja, ich kann die wegstoßen. Oh, ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht sein, dass das jetzt hier verbuggt ist, dass ich nicht rauskomme. Gotteslästerer, es gibt kein Entkommen. Akzeptiert die Erlösung durch das Licht. Ihr irrt euch! Wir sind keine Heretiker! Bitte hört mir zu! Diese Leute sind... Richtet sie hin! Nein! Pater Amel, ich befahl dir doch zu gehen. Sie sind keine Heretiker! Wir erfüllen nur den Willen der Götter! Solas! Feuer frei! Tut das nicht! Die Leute sind unschuldig. Bitte! Die Unschuldigen werden verschont. Es tut weh, Pater. Pater. Aber...
Pater Ermel, du vergisst, dass die von Gott erwählten Kinder sich nicht mit den Sündern abgeben. Bringt Pater Ermel nach Sakria. Na, endlich! Ihr werdet mich nicht nach... ich weiß nicht mehr, wohin bringen. Kann man den so auch angreifen? Ich bin sauer! Gib mir mehr Opfer! Keiner am Überleben. Oh, da müssen wir jetzt mal ranzoomen. Wie sehe ich denn aus? Jetzt muss ich zu Fuß gehen, oder was? Bezwinge den Sakria-Orden. Er sei wohl ein berühmter Priester vom Festland. Was, wie? Ich bin sauer. Ich mache euch jetzt alle platt. Mein Traum ist es, so zu sein wie du, Pater Ermel. Ich höre noch die Verstorbenen. Selbst die einfachen Angriffe sehen schon geil aus. Du gibst vor, ein Mensch zu sein. Aber das ist dein wahres Ich. Was ja nicht heißt, dass er nicht gut sein kann. So, gib mir mehr. Ich will Blut. Mama, ich möchte Priester werden und anderen helfen. Ich konnte ihnen nicht helfen. Aber ich werde dich jetzt platt machen, Junge. Wo ist der denn jetzt hin? Mach dich fertig! Kratzer, genau. Ermel! Herr, es ist zu gefährlich! So viele Tote. Waren das die Priester von Sakria? Es muss einen Grund gegeben haben. Kehren wir um. Amen.
Du kennst mich nicht. Nicht mein wahres Ich. Was soll das heißen? Du kannst das unmöglich getan haben. Falls doch, du... Ich bin anders als du. Sieht aus, als bräuchtest du ein Versteck. Amel, komm mit uns. Es gibt einfach keinen Platz für dich hier unter den Menschen. Weise Entscheidung. Amel! 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 Ja, ich bin ehrlich gesagt gerade ziemlich geschockt. Tut mir leid. Ich konnte Amel nicht aufhalten. Nun, wir sollten hier Ordnung schaffen. Wir sehen uns dann später in der Burg. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal etwas Zeit für mich. Ja, ich ehrlich gesagt gerade auch. Ach so, in der Burg. In Lutera wollte er. Moment, das haben wir. Das haben wir hier gar nicht. Nee, Moment, das sind die Emotes. Lutera, Lutera. Festung. Burg Lutera. Hier. Ja, das war oben, ne? Ich bin ja gerade irgendwie völlig neben mir. Vor allen Dingen, das Ganze erinnert mich so charakterlich so ziemlich an die Entwicklung meiner Heldin in meiner eigenen Geschichte. Da ging es auch um eine Halbdämonin. Und ja, bei mir ging es anders von der Story her. Oder geht es anders von der Story her. Aber das nimmt mich dennoch ziemlich mit, dass der jetzt gerade mit dem, ich weiß nicht mal wie er heißt, mit dem Bösen da abgehauen ist. Wir sollten uns vorbereiten. Mhm. Du bist da. Ich habe schon mit Sir Hellrock über Amel gesprochen. Ich kann nicht fassen, dass die Priester von Sacria so etwas tun würden. Ich würde gegen den Vorfall Protest einlegen, wenn ich könnte, aber mir sind die Hände gebunden. So leid es mir tut, aber das ist eine Angelegenheit des Königreichs Lutera. Wählen, zeige Verständnis. Ja toll, ich kann ja nur Verständnis zeigen. Ich glaube nicht, dass wir so verschieden sind. Ich hoffe sehr, dass du uns nicht verlassen wirst. Würdest du zusammen mit mir nach Amel suchen? Er ist unser Freund und braucht unsere Hilfe. Ich habe angeordnet, dass für dich ein Schiff am Wellenstrandhafen bereitgestellt wird. Begib dich dorthin und reise zu einem anderen Kontinent. Ich werde dir ein Empfehlungsschreiben mitgeben. Suche dort nach Lord Moronto. Es tut mir wirklich sehr leid. Wenn du vor deinem Aufbruch zum Hafen noch ein bisschen in Lutera verweilen möchtest, leihe ich dir einen Reiseführer. Theo, der Schreiber, wird dich herumführen. Ja, Erinnerungen an Lutera. Du bist da. Ach so, ja, wo wir gerade übrigens schon mal hier sind. Nee, geschenkt, das ist immer so eine blöde Sache. Aber ich spiele dir nochmal das Lied der Tapferkeit.
Und ich zeig dir nochmal einen ermutigenden Emote. Ich glaube, du brauchst ihn gerade. Das sieht eher nach einem jubelnden Emote aus, aber egal. Okay. Ja, ihr Lieben. Was ihr nicht mitbekommen habt, was ihr aber gleich noch im Outtake seht. Es gab ein kleines... Es gab ein kleines technisches Problem. Und zwar wurden die Server runtergefahren. Aber ihr habt es zum Glück nicht mitbekommen, denn ich habe das so zusammengeschnitten, dass ja das Ganze wie die normale Story ausgesehen hat. Ich würde auch sagen, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen. Ich hoffe, die Folge ist lang genug. Ich habe jetzt leider die Zeit von gestern nicht mehr gestoppt, weil gestern kam ich leider nicht mehr rein, um dann nochmal die Aufnahme weiterzuführen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da werden wir dann erstmal die Erinnerungen an Luterra durchgehen, weil ich weiß nicht genau, was diese lilanen Quests bedeuten, ob die jetzt wichtig oder unwichtig sind oder ob man da noch irgendwie Punkte bekommt oder so. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Also die anderen Unterschiede sind klar, einmal die Main Story und so weiter. Aber diese lilanen, die habe ich jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Mal gehabt. Ich meine, es wäre immer mit dem Handwerk oder so gewesen. Und was das jetzt genau bedeutet mit der Farbe, ich weiß es nicht, aber vielleicht wisst ihr es ja und könnt es mir erklären. Ja, ich muss mich erstmal wieder sammeln, deswegen bis zur nächsten Folge. Ciao! Lauf! Nein, nicht buggen! Ah! Wie, Server ist offline. Willst du mich jetzt verarschen? Ist das jetzt euer Ernst? Ist das jetzt euer Ernst, dass die jetzt eine Wartung reinhauen? Vor allen Dingen zu so einer Zeit, 9.13 Uhr? Hallo? Erstens habe ich nichts davon mitbekommen. Dass, also normalerweise ist heute gar nicht der Tag der Wartung. Und zweitens, warum um so einer schrägen Zeit von 9.13 Uhr? Ich könnte jetzt gerade... Jetzt habe ich mich gerade so gefreut darüber, dass das hier gerade so cool wird in Lost Ark, anstatt dass die dann den Leuten sagen, Achtung, Serverwartung in 15 Minuten oder so, weil ich bin vor knapp 15 Minuten jetzt online gegangen. Ich hatte vorher noch ein paar andere Sachen da drin gemacht. Ich glaube echt, das hackt. Ja. Es tut mir wirklich leid für diese Unterbrechung, aber... Es geht leider nicht anders. Ich kann dann heute auch nicht wie geplant, wie immer, die Folge hochladen. Ich lade ja normalerweise immer am heutigen Tag hoch. Kann ich dann leider auch nicht machen. Muss ich dann leider verschieben. Ich werde natürlich den Kampf gleich jetzt nochmal hinterher schieben. Also, dass ich den hinterher dranhänge an der Aufnahme. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber ich bin gerade mega, mega sauer auf... Der hat Lost Ark jetzt gemacht, Amazon, glaube ich, ne? Auf Amazon. Mega sauer, dass sie zu blöd sind, um zumindest mal einen Hinweis zu machen, von wegen, dass nachher gewartet wird. Vielleicht ist es gerade zufälligerweise eine spontane Wartung, das kann natürlich sein. Aber dass man einfach eine Viertelstunde spielen kann, ohne jeglichen Hinweis und dann plötzlich rausgeworfen wird, finde ich wirklich asozial.